Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Opposition zwischen Sonne und Jupiter. Richtig bemerkt, die Sonne ist nicht nur der Herrscher von 3 in 3, sondern auch der Herrscher des, oder ja, die Herrscherin, die Sonne, aber eigentlich ist es derwe. In allen Sprachen der Welt ist die Sonne bekanntlich männlich und der Mond heißt eigentlich die Mond, aber das ist mir wurscht. Sonne ist auch Herrscher, Herrscherin des zweiten Hauses. Das heißt, hier haben wir natürlich auch den Zusammenhang zum Finanzsystem. Und dieses Finanzsystem, wie ich immer wieder gesagt habe, wir haben einen deutlichen Rückgang der Kaufkraft. Das heißt, hier haben wir Sonne-Jupiter-Opposition würde im Zusammenhang mit dem Geld bedeuten, dass es zu stark vermehrt wird. Ja? Und das ist dann eben eine kranke Geschichte. Man nennt es dann auch Inflation, sprich die Kaufkraft des Geldes wird deutlich nachlassen. Ich habe immer gesagt, die Kaufkraft des Geldes wird deutlich nachgeben und das Geld wird das System bis zum letzten Tag bewahren, behalten, aufrechthalten, weil das Geld ist das Sklavenmittel schlechthin, sozusagen das ist das Mittel zur Versklavung der Massen. Und warum sollten sie das aufgeben? Also das heißt, das Einzige, wie es funktioniert, wir können aus diesem Finanzsystem nur für uns aussteigen. Wir können hier nur eine alternative Variante suchen. Gleichzeitig haben wir im vierten Haus die Venus. Ja? Die Venus in der Waage eine sehr starke Position, das heißt, der Bevölkerung wird auf die eine oder andere Art geholfen werden und Herrscher von 5 in 4 würde ich jetzt nicht interpretieren als die Rückkehr des Wohlstandes, aber ich würde hier sehr wohl sehen, dass die Menschen sich untereinander wieder besser verstehen, ja? Weil das fünfte Haus steht ja auch für das kommunale Zusammenleben, den Wohlstand, ja, den wenn wir uns hier die Aspektierung des Geldes und der letzten Wochen die Geldaspekte anschauen, dann ist der Wohlstand verloren, aber man kann auch auf bescheidenerem Niveau glücklich sein. Und ich würde sagen, die Venus als Herrscherin von 5 in 4, das wäre dann die 6 und das wäre dann auch die 33. Das heißt, hier hätten wir ein wundervolles Potenzial. Ja, ich weiß, die 6 steht für Mars, aber trotzdem haben wir hier ein großartiges Potenzial über die Venus und das sollten wir nutzen. Die 32 hat auch darauf hingewiesen, dass wir uns sozusagen für die Herzenergie entscheiden sollten. Wir haben hier ganz spannenden Aspekt und den sehe ich dann natürlich auch, ja, in Verbindung zur Mond-Pluto-Konjunktion im Steinbock, das heißt schon was, ja, dass wir hier den Mars als Herrscher des 11. Hauses noch in Konjunktion zum Merkur haben. Das bedeutet, Mars als Herrscher von 11, wie schon öfters angesprochen, bei uns in Österreich ist es der Holzhammerkerl. Ja, also ich habe immer meinen Beamten die Anordnung erteilt, sofort vom Gummiknüppel sofort Gebrauch zu machen. Also das heißt, in die Sprache eines normalen Menschen übersetzt, das heißt, die Behörden steigen der Bevölkerung sehr nahe. Also das heißt, sie üben großen Druck aus. Ja? Und hier haben wir aber auch die Bevölkerung im dritten Haus. Und das Ganze findet dann hier auch auf der Straße statt. Das dritte Haus steht für die Straße. Das heißt, ich sehe hier natürlich auch jetzt Begegnungen zwischen Behörden und Menschen auf der Straße. Was das dann bedeutet, will ich hier jetzt nicht aussprechen, weil meine Videos werden in den letzten Tagen extrem genau unter die Lupe genommen. Man sucht nach irgendeiner falschen Formulierung, dass man meine Videos sperren kann und möglicherweise mehr. Das will ich gar nicht mit Energie besetzen. Deswegen bitte ich um Verzeihung, wenn ich mich in den letzten Tagen auch sehr vorsichtig ausgedrückt habe. Tut mir leid, aber ihr wisst eh schon die Sprachkürzel und Kodizes, was ich damit meine. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem brennenden Aspekt. Mond-Pluto. Mond-Pluto ist immer mit großem Leid, mit intensiven Erfahrungen, mit Schmerz, mit Verzicht, also volles Programm verbunden. Und wer ist der Mond? Der Mond ist der Herrscher des ersten Hauses. Also das bedeutet, dass Deutschland, Österreich, Mitteleuropa großen Schmerz leidet. Große Probleme. Und wer ist das fünfte Haus? Wer ist der Pluto? Pluto ist der eingeschlossene Herrscher des fünften Hauses. Das heißt, es geht hier um ein Ende
um eine Transformation des Wachstums. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, der sich natürlich auch sehr, sehr schwierig und distanzierend auf die Handelspartner auswirkt. Und natürlich, siebtes Haus sehe ich auch immer als Vertragswerke. Das heißt, hier haben wir aufgrund von vermutlich neuen Vertragswerken große Transformations-, Schmerz-, Leitprozesse durchzustehen. Und das bedeutet, dass die nächsten 7,5 Monate, ja, mit Mond Pluto sehr intensiv werden. Sehr, sehr intensiv werden. Also das heißt, hier kommen große Schmerzen auf uns zu. Und hierin sehe ich auch natürlich die 28 zu einem großen Teil beteiligt. Ja. Und natürlich auch die 32. Die 32, die dann sagt, mach die richtige Entscheidung. Und hier haben wir eben eine Durststrecke für uns. Saturn als Herrscher des 7. Hauses in 8 steht natürlich dafür, hatten wir auch schon sehr oft im Horoskop drinnen, dass die alten Verträge einfach sterben. Saturn steht ja auch für das Alte, für das Überkommene, für das Vergangene. Ja? Und hier, das ist vorbei. Und die neuen Verträge, 7. Haus und auch Handelspartner, da gibt es jetzt eben Schwierigkeiten. Was für mich natürlich doch ein gewisser Trost ist, Neptun als Herrscher des 10. Hauses, Spitze 10. Haus in den Fischen, kümmern uns jetzt nicht um die Realität, weil in den Schriften von Wladimir Ilitsch Lenin lese ich jeden Tag heraus, dass wir dafür verantwortlich sind, Takatuka-Land zu schaffen. Ja, großartig, wundervoll, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar und was auch immer, ja, dream on, ja. Egal, also hier, die sind in einer Traumidealismusblase gefangen, das ist für uns eigentlich eine ganz gute Sache, weil im Vergleich mit den Behörden, die uns hier bedrängen, ist der Merkur eindeutig der Stärkere, weil Merkur steht im Domizil und den Mars als Herrscher von 11 in 3 würde ich eher als Peregrin bezeichnen. Also das heißt, die Behörden treten hier sehr aggressiv auf, ja, aber es wird hier eher zu verbalen Auseinandersetzungen kommen, weil im 3. Haus mit Merkur in der Jungfrau, Mars in der Jungfrau, ist eher die Kritiksucht, ja, aber jetzt nicht sozusagen der feuchte Traum von unserem Holzhammerkerl. Weiter zum 4. Teil. Ende.